So, liebe Leute, heute das große Finale der Season 2. Wir machen weiter heute mit Gwid und wir sind beim Showdown auf dem Red Bull Ring. Und diesmal nehme ich mir noch ein anderes Auto mal mit. Ich nehme jetzt mal diesen Brabham mal mit. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Und wir haben 6 Runden auf dem Red Bull Ring, 4,32 Kilometer und die führen momentan auf Platz 1. Und wir haben unsere Specials bei uns. Der Kollege, der gerade das letzte Rennen gewonnen hat. Und die junge Dame, die es öfters mal auf uns abgesehen hat. Position einnehmen könnte. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Sie sind ein dominantes Team, das sich nicht mit der Mitte des Feldes zufrieden gibt. Da bin ich mal gespannt, wie es heute ausgeht. Hoffentlich gut. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. So, ich halte es gerade mal. Im Moment ist Angreif nicht möglich. So. Natürlich will ich das Ding auf. Natürlich will ich das Ding gerne auf 2 und 1 und 2 werden, aber müssen wir mal schauen, was drin ist. So, 6 Runden Österreich. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Und solange. Ja, Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. So, weil ich ein bisschen weg bin. Ich höre diesen Showdown hier drin. Sehr guten Vorsprung. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Wir gehen jetzt in Chor, Runde 2. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Also, wie gesagt, wir sind momentan ein bisschen weg. Ich werde jetzt ein bisschen durchatmen hier nach dem letzten harten Rennen. Verstanden. Jede Anweisung zum Angreifen. Vor allem das, was wir gestern so teilweise erlebt haben. Okay, Angreifen bestätigt. Möchte ich jetzt hoffen, dass wir hier das Ding nach Hause ziehen. Runde 3. Wir müssen uns weit nach vorne arbeiten. Was heißt, wir müssen uns weit nach vorne arbeiten, wenn ich ehrlich bin? Ich bin Erster mit dem Kollegen auf 3. Wir haben einen guten Vorsprung und ja. Also wofür soll ich mich heute nach vorne arbeiten? Es geht nicht. Und momentan ist auch das Maximum drin, wir sind Erster momentan. Weil ich jetzt ein bisschen Voraus aufnehme, kann ich es ja mal kurz ansprechen. Österreich ist auch die nächste Station. War etwa die Sonntagsliga für die Formel 1 und das FL. So.
wieder zu weit rausgekommen hier von der letzten Kurve. So, wir gehen jetzt in Runde 4. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. So, dann haben wir ein bisschen weggezogen, bekommen wir den anderen. Das war die Hälfte des Rennens. Ich glaube, das Maximum ist gerade auch das, dass wir haben hier die beiden ersten Plätze. Das ist ja auch der Rubik aus der Formel 1, der hier fährt. Oder die Formel 1 fährt ja auch hier auf dieser Strecke. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Komm, die alle lassen nicht vorbei. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Die alle lassen wir nicht vorbei. Weiter. Ja, bitte mach mal. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Vorletzte Runde? Noch 2 Runden zu fahren. Ja. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Bitte mach mal. Okay, es wird angegriffen. Jawohl, sehr schön. Ich möchte gerne, dass wir beide Autos vorne mit Ziel kriegen. Dann bist du auf 1 und 2. Jawohl. Weiter so. Letzte Kurven und dann geht es Richtung Finale. Die letzte Runde der Assist 2. Und fahre ich nochmal auf. Und die erreichen wir jetzt. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ja. Ich kann mich versuchen, gerne mal anzugreifen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ja, weil wir auch keine Möglichkeit haben, mich zu kriegen. Ich bin momentan sehr weit weg. Wenn kein Fehler passiert, dann haben wir das Thema. Der Abstand ist schon sehr, sehr groß. Das ist gut. Das ist super gut. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Und dann haben wir den Gastgeber deklassiert. Okay, angreifen bestätigt. So, Cody kommt noch natürlich ein bisschen besser weg. Oder viel weit weg. Ich hätte bei den anderen Teams gerne die andere Reihenfolge, aber ist auch egal. Wenn es immer wichtig ist, dass wir einfach 2 gefahren haben. Yes. 1 und 2, sehr gut. Das Team hat funktioniert diesmal. Und wenn wir diesen Showdown nach Hause gefahren haben. Und ich habe noch nie mal die schnellste Runde gefahren, sehe ich gerade. Die hat nämlich mein Teamkollege mit 1:22.9 gefahren. Aber wie gesagt, soll mir persönlich auch recht sein, ist mir auch egal, weil es gibt eh keinen extra Punkt. Und das Wender, der hat er den bekommen.
haben sie auf jeden Fall auf 1 zu 2 geschafft. Das ist das Wichtigste. Ich würde zwar gerne mal das Maximum rausholen, klar. Aber manchmal ist das auch einfach nicht möglich. Und diesmal war es möglich, die Position auf 1 und 2 zu fahren. So, dann sind wir heute durch. Mit der Modern Series, beziehungsweise mit Season 2 sind wir jetzt auch durch. Und dann geht's in die letzte Season. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr. Fangen wir alle an mit der GDF-1000 Spec Open Class. Viele vier Dinge haben wir gar nicht, ne? Also 1, 2 haben wir hier unten. Hier nochmal 3, wenn ich es richtig sehe. Ja, es sind nicht viele. Es sind tatsächlich nur 4, 5 Stück, glaube ich, insgesamt, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, es sind nur 5 Stück insgesamt in der gesamten Season. Gut, mit dem Auftrag machen wir uns dann am morgigen Mittwoch dann ran. Bis dahin und tschüss.